Heute geht es um die Aktie von dem Elektronik- und Technologiekonzern, der letztes Jahr einen Umsatz erzielt hat von 60 Milliarden Euro, was gleichzeitig auch ein neuer Rekordumsatz war. Und der auch in Bereiche expandiert, wie das autonome Fahren zum Beispiel. Trotzdem wird die Aktie kaum wahrgenommen zurzeit und sie ist auch niedrig bewertet. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Heute geht es um die Aktie von LG Electronics. Ein wirklich großes Unternehmen. Es ist zum Beispiel der weltgrößte Anbieter von großen Haushaltsgeräten, also Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, aber auch Klimaanlagen und Wärmepumpen. Es ist zurzeit außerdem der zweitgrößte Anbieter von Fernsehgeräten und von Displays nach Samsung. Und es ist zusätzlich noch, wie uns das angesehene Finanzportal Insider Monkey hier versichert, eins der 16 wertvollsten koreanischen Unternehmen der Welt. Da staunen Sie, was? Es gibt ja viele große koreanische Unternehmen auf der Welt, aber diese 16 koreanischen Unternehmen sind außerdem auch noch aus Korea. Es kommt davon, wenn man sich Börsentexte schreiben lässt, von einer vermeintlich künstlichen Intelligenz oder von einem Chatbot. Und nein, wir sprechen heute nicht über LG Electronics, weil die jetzt auch einen Chatbot vorgestellt hätten, obwohl das ja im Moment wirklich jeder machen muss, der irgendwie noch ernst genommen werden will. Da demnächst kommt wahrscheinlich auch Südzucker noch mit einem um die Ecke. Aber LG hat bis jetzt keinen eigenen Chatbot, sondern es ist einfach mal wieder ein Update fällig zu der Aktie. Ich habe sie hier letzten April besprochen, zusammen mit Samsung Electronics. Die Aktie ist leider weiter gefallen seitdem, wie die meisten Aktien. Jetzt sind wir aber möglicherweise da an einem ganz interessanten Punkt. Und um Samsung, da ging es ja hier schon vor einem Monat bei den asiatischen Chip-Aktien. Darum kriegt LG Electronics heute auch mal einen Beitrag für sich allein, wenn sich schon sonst keiner für die Aktie interessiert. Und wenn Sie dann anschließend jemals wieder irgendwas hören wollen über die Aktie, dann sollten Sie dafür sorgen, dass dieser Kanal hier überlebt. Zum Beispiel, indem Sie ihn abonnieren, dabei auch auf die Glocke gehen. Wenn Sie das tun, dann sehen Sie nämlich auch, wenn ein neues Video von mir da ist und was für ein Video das dann auch ist. Warum heißt LG eigentlich LG? LG steht entgegen anderslautender Gerüchte nicht für Last Generation. Es steht auch nicht für so Dinge wie leicht größenwahnsinnig oder sowas. Der Konzern hieß ursprünglich mal Lucky Gold Star. Das klingt nur leider wie eine Zigarettenmarke aus den 50er Jahren und darum ist man irgendwann auch mal wieder davon abgekommen. Das hier, das ist aber noch der Gold Star Kassettenrekorder von 1973. Der erste, der in Südkorea produziert worden ist. Damals noch mit der Unterstützung von Hitachi. Ohne die Japaner ist damals in der Unterhaltungselektronik gar nichts gegangen. Aber inzwischen sind die meisten japanischen Anbieter da komplett verdrängt worden von Konzernen aus Korea und aus China. Und wie gesagt, man kann jetzt natürlich der Meinung auch sein, ja, so spannend ist die Aktie jetzt auch wieder nicht, weil, naja, Haushaltsgeräte, weiße Ware, das ist nicht unbedingt Hochtechnologie. Außerdem ist es ein harter Markt auch mit harten Wettbewerbern und auch da viele ja aus China auch inzwischen. Haier, Hisense, auch Xiaomi. Und bei Fernsehern und Unterhaltungselektronik ja das gleiche, auch ein sehr harter Wettbewerb mit Samsung zum Beispiel und immer mehr auch mit den chinesischen Anbietern. Und ich bin mir auch gar nicht wirklich sicher, ob LG jetzt auch 2022 wirklich noch der zweitgrößte Fernsehhersteller war oder ob die da zwischenzeitlich von TCL überholt worden sind. Bewegung hat man aber auf jeden Fall schon mal in der Aktie. Das ist der 5-Jahres-Chart in Euro von TradingView. Sie ist jahrelang eher lustlos gelaufen, aber dann 2020, da ist sie regelrecht nach oben geschossen.
hat sich da auch zeitweise mehr als verfünffacht. Hat natürlich was zu tun gehabt mit der Corona-Lage, dass die Leute zu Hause gehockt sind, dass sie en masse große Fernseher gekauft haben und Hausgeräte, aber eben nicht nur. Ich komme nachher nochmal drauf. Und das ist dann irgendwann mal aber wieder abgeflacht und 2022, da hat man zusätzlich gemerkt, jetzt werden die Zeiten auch wieder härter, dementsprechend wieder ein starker Rückgang. Und hier auch die letzten 2 Jahre, also ein bisschen genauer, der Rückgang war schon sehr deutlich. Es war in der Spitze jetzt auch wieder eine Kurshalbierung. Aber wenigstens, wir haben seit Oktober wieder eine Aufwärtsbewegung. Die ist jetzt noch nicht wahnsinnig dynamisch, aber dafür ist sie stetig und sie ist auch jetzt die letzten Wochen stetig geblieben und ist trotzdem aber immer noch auf einem niedrigen Niveau, die Aktie. Zu dem Kursrückgang jetzt erstmal. In der Pandemie, da war es ja noch so, statt Malediven und Gourmet-Tempel und super Rave-Partys, da haben die Leute gesagt, ich brauche als adäquate Alternative jetzt unbedingt einen 8-Liter-Wäschetrockner von LG. Das war irgendwann mal vorbei, das war klar. Was dann aber eben noch dazugekommen ist 2022, das war eben der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, das globale Wachstum ist auch zurückgegangen, die Leute haben weniger Geld in der Tasche gehabt. Und gleichzeitig waren Rohstoffe plötzlich sehr teuer, Komponenten und Halbleiter waren plötzlich sehr knapp und die Frachtkosten, die waren auch immens zum Teil. So dass ziemlich schnell klar war, schon im April eigentlich, 2022 wird nicht gut. Und das war es dann auch immer weniger. Bis hin zum vierten Quartal, wo wir bis jetzt noch vorläufige Zahlen haben, wo aber der operative Gewinn eingebrochen ist zum Vorjahr um 91%. Aber es war nicht alles schlecht letztes Jahr. Der Umsatz ist weiter gestiegen um 12,9% in einem an sich miesen Jahr auf einen neuen Rekord von 68 Milliarden Dollar. Sie haben also Marktanteil verteidigt, sie haben ihre Marke auch weiter gestärkt. Dann der operative Gewinnrückgang im Gesamtjahr, der war auch nur bei 12,5%, ist also auch noch verschmerzbar. Und der Bereich Hausgeräte hat immer noch einen operativen Gewinn erzielt von 920 Millionen Dollar. Und der Bereich Firmenlösungen, also Spezialmonitore für alles Mögliche, da ist der Gewinn sogar gestiegen um 23%, ist aber ein relativ kleiner Bereich. Und der neue Bereich oder der ziemlich neue Bereich, Fahrzeugtechnik, Fahrzeugkomponenten, der hat seinen Umsatz gesteigert um 29% und er hat außerdem zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Das Hauptproblem letztes Jahr war die Unterhaltungselektronik. Da ist der Umsatz zurückgegangen um 9% und der operative Gewinn ist eingebrochen um 99%. Das ist also die große Baustelle. Da muss LG profitabler werden. Aber die meisten Analysten rechnen damit, dass das auch passiert und dass der Gesamtgewinn dann wieder steigt. Und das KGV auf den Gewinn vom letzten Jahr, das wäre jetzt ungefähr bei 10. Man geht aber davon aus, dass das KGV durch die Gewinnerholung dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr zurückgeht, so in den Bereich von 4 ungefähr. Und das wäre dann natürlich schon hochattraktiv. Und hier nochmal der starke Kursanstieg von 2020, 2021 unter anderem. Das war eben nicht nur die Corona-Euphorie, wie man es im Nachhinein genannt hat. Es waren ja auch herrliche Zeiten, sondern auch Restrukturierungsfantasie damals. LG haben nämlich auch mal Smartphones produziert und Solarzellen. Damit waren sie aber nicht erfolgreich. Und damals hat sich auch abgezeichnet, dass Schluss ist mit dem alten Prestigedenken, dass die harte Konsequenz wirklich ziehen und diese Bereiche aufgeben. Und so kam es dann auch. Und gleichzeitig ist aber der neue Bereich Autotechnik hochgezogen worden. Sie haben ZKW übernommen aus Österreich. Die sind auf Lichtanlagen spezialisiert im Auto. Dann haben sie in Israel Sybellum übernommen. Das ist eine Firma, die auf digitale Autosicherheitssysteme spezialisiert ist. Und sie haben außerdem ein großes Gemeinschaftsunternehmen mit Magna, einem der größten kanadischen Autozulieferer der Welt. LG Magna E-Powertrain.
Und insgesamt geht es in der Sparte jetzt stark um Elektroautoantriebe und um Telematik, um Licht, um Sicherheit und Infotainment vor allem auch. Das Ganze ist auch schon stark ausgerichtet aufs autonome Fahren. Und hier haben wir zum Beispiel einen Blick auf einen Mercedes EQS und auf das Cockpit da, das ausgerüstet worden ist mit einem Infotainment-System von LG Electronics. Und wie gesagt, der Autobereich, der war erstmals in den schwarzen Zahlen letztes Jahr, dank Infotainment vor allem. Und der Umsatz der Sparte war bei fast 8 Milliarden Dollar. Und der Auftragsbestand dieses Jahr, der soll nochmal steigen um mindestens 25% auf dann 77 Milliarden Dollar. Und das wäre dann schon das Zehnfache vom letztjährigen Umsatz in dieser Sparte. Und damit kann man sagen, LG Electronics, das ist eben nicht nur Fernseher und Weißware, sondern es ist eben auch eine Restrukturierungsstory, die ein bisschen vergessen worden ist, die aber wahrscheinlich trotzdem aufgeht. Und ich verstehe schon, dass die Anleger da im Moment vorsichtig sind, weil die Kernbereiche, die sind zyklisch, die sind wettbewerbsintensiv und wir wissen ja auch nicht wirklich, wie sich dieses Jahr jetzt die globale Nachfrage entwickelt. Aber es gibt eben auch ein paar Pluspunkte. Die Kosten gehen wahrscheinlich zurück, zum Teil sogar deutlich für Fracht und Komponenten zum Beispiel. Dann die Automobilsparte, die entwickelt sich eben sehr gut. Und das Ganze bei einer niedrigen Bewertung und bei einem Börsenwert von nur noch umgerechnet ungefähr 14 Milliarden Euro. Das ist für so einen Konzern wirklich nicht mehr viel. Sodass ich sagen würde, es ist natürlich immer noch eine spekulative Aktie, sie ist zyklisch, sie ist konjunkturabhängig und sie kann schon auch je nach Marktlage jetzt nochmal durchsacken. Ich würde aber trotzdem vermuten, so in 2 bis 3 Jahren steht die Aktie wahrscheinlich besser da und steht höher als jetzt. Und was mittelfristig auch noch ein Vorteil sein kann für LG, das sind ja die Spannungen zwischen den USA und China. Mit die härtesten Konkurrenten kommen ja eben aus China und die USA schneiden China aber ja immer mehr von hochwertigen Halbleitern ab. Und Hausgeräte, die brauchen inzwischen auch immer bessere Chips und Fernsehgeräte ja sowieso. Und bis jetzt wirkt sich das noch nicht großartig aus, in China. Aber es ist schon denkbar, dass die Konkurrenz aus China dadurch den Halbleiterkrieg irgendwann mal ins Hintertreffen kommt, weil sie technisch vielleicht nicht mehr mithalten kann. Und apropos, Sie kriegen morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report zu Mexiko. Mexiko ist ein Land, das auch zu den Profiteuren gezählt wird von diesem Konflikt zwischen den USA und von China, weil man eben davon ausgeht, dass dadurch mehr Produktion jetzt aus China abgezogen wird und verlagert wird in die nordamerikanische Freihandelszone hinein nach Mexiko, wo inzwischen außerdem die Lohnkosten auch noch niedriger sind als in China. Darum eben auch unser Bericht zur Börse Mexiko und die Reports von uns sind kostenlos. Morgen geht dieser neue Report raus, darum tragen Sie sich noch schnell ein dafür, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. LG Electronics, summa summarum, eine nicht ganz risikolose Aktie natürlich, aber eben wie gesagt trotzdem interessant. Auch wenn sie im Moment noch keinen eigenen Chatbot haben. Die LG Mikrowelle, die wird also erstmal nicht für sie Gedichte schreiben und die Wärmepumpe schreibt ihnen noch keine Doktorarbeit. Aber das wird alles noch kommen, mit Sicherheit. Und wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, kann ich mit so einem Chatbot eigentlich auch meinen Börsenerfolg steigern? Klar können Sie das. Auf ChatGPT, da gibt es den sogenannten DAN-Modus, Do Anything Now. Und damit hat das Ding anscheinend ungeniert Crash-Prognosen rausgehauen. Der große Crash, der kommt also, um das gleich mal hier anzukündigen, am 15. März. Und der Business Insider, der schreibt hier zwar, diese Prognose sei natürlich falsch, aber warten wir den 15. März doch erstmal ab. Wenn stimmt,
toll, dann haben wir endlich perfekte Börsenprognosen. Wenn nicht, dann müssen sie eben weiter Vorlieb nehmen mit Otte, mit Krall und auch mit YouTubern wie meinesgleichen. Ich habe meine Tipps aus der ständigen Zwiesprache mit meiner Chatbot-getunten Waschmaschine und ich gebe sie hier jederzeit gern an Sie weiter auch, aber Sie wissen ja, wie es ist mit sich selbst erfüllenden Prophezeiungen an der Börse, damit die wirklich eintreffen, da braucht man schon ein bisschen Reichweite auch. Unterstützen Sie mich da mit einem Kanal-Abo, das kommt am Ende uns allen zugute. Und denken Sie natürlich auch noch dran, dass Sie sich rechtzeitig eintragen, auch für den nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report zur Börse Mexiko natürlich. Der geht morgen raus, wie gesagt. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.